Hallo und herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal. Die gute Maya ist heute wieder da und wir haben folgendes Bild gemacht. Und wie wir das gemacht haben, das erklären wir euch jetzt ein bisschen. Ja. Ne? Ganz einfach eigentlich. Und zwar wollte ich für dieses Foto einen Mix machen aus Fensterlicht, Tageslicht und Blitzfotografie. Das funktioniert ja ganz gut eigentlich, weil wir mit beiden Sachen Tageslicht haben. Gut, ich habe jetzt ein Schwarz-Weiß-Foto gemacht, ja, da ist das jetzt nicht ganz so relevant mit dem Weißabgleich, aber das würde in Farbe auch funktionieren. Genau, und zwar habe ich grundsätzlich erstmal eingestellt ohne Blitz, habe mir ein Foto gemacht, das könnte ich auch mal kurz einblenden, wie es dann aussieht, wenn der Blitz nicht dabei ist. Und da sieht man, dass man auf Mayas linker Seite schon ein bisschen Seitenlicht bekommt vom Fenster her. Und das insgesamt einfach ein ganz, ganz schönes weiches Licht von der Seite kommt. Und dann habe ich dazu von oben direkt wieder eine große Softbox genommen, die, wie ihr seht, nicht genau über Maya ist, sondern eigentlich hier so ein ganz, ganz weiches Licht, so Feathering-mäßig von oben direkt runterschießt, damit dann die Schatten unterm Kinn nicht zu stark werden. Styroporplatte, das kann auch mit einem Reflektor gemacht werden oder sonstiges, aber so eine weiße Styroporplatte funktioniert super, schön neutral. Ja, und das kombiniere ich dann einfach zusammen. Man muss so ein bisschen schauen mit dem Abstand zum Fenster. Wir haben das vorhin gemerkt, wenn sie zu weit weggeht vom Fenster, dann wird das irgendwann unrelevant, das Tageslicht. Und je näher man rankommt, desto intensiver wird das und man bekommt einfach einen schönen weichen Look halt. Fotografiert habe ich das mit 70 mm mit einer 4,5er Blende, habe eine 125. genommen und meine ISO auf 400 gedreht. Der Blitz ist sehr, sehr schwach eingestellt. Das ist ein 600 Watt Blitz und den habe ich auf 128. Also ist der mal gerade eben so nur da, das reicht vollkommen. Ich habe gerade als wir geshootet haben, das Video mitlaufen lassen, also die GoPro einfach mitlaufen lassen, um euch mal ein bisschen zu zeigen, was wir so gemacht haben. Ja, ich denke, schön wäre es, wenn ihr in den Kommentaren mal eure Ergebnisse schmeißt oder einfach mal einen Link zu euren Seiten, dann kann ich da mal ein bisschen stöbern, was da so ist. Und ja, dann würde ich sagen, haben wir schon wieder. Von Modelseite her, gibt es wieder irgendwie was? Nö. Super aussehen. Pünktlich sein und alles ist top. Nee, eigentlich nicht so das große Problem. Probier das mal ein bisschen aus, so die Kombination aus Tageslicht und Blitzfotografie. Es macht ganz, ganz viel Spaß. Da gibt es sicher noch ein paar andere Setups, die man machen kann, aber ich finde das eigentlich ganz, ganz schön, weil es ein sehr, sehr weiches Licht einfach gibt. Wir sehen uns, bis zum nächsten Mal. Tschüss!